Der Film Füsilierwipf bewegt die Menschen kurz vor dem Zweiten Weltkrieg. Und das, obwohl er viel früher spielt. Wir schreiben das Jahr 1914. Eine Nachricht schreckt die Bevölkerung auf. Allgemeine Mobilmachung der schweizerischen Armee. Da haben wir's. Ja? Kann da doch mal ein bisschen voilà. Der schweizerischen Armee für morgen Vormittag. Ganz gesatzig. Das ist das Atmen vom End. Was muss man auch machen? Was wird aus mir? In den Hauptrollen Elsie Attenhofer und Paul Hubschmid als Wipf. Aus dem jungen Coiffeurgehilfen wird ein strammer Füsilier. Hat sie denn schon eine? Reinhold, wie können Sie? Wie kannst du so etwas fragen? Das ist ja ein Film aus dem Jahr 1938, Geistige Landesverteidigung, ein Film, der im Ersten Weltkrieg spielt. Aber Sie, Elsie Attenhofer, habe ich wunderbar gefunden als so leicht überdrehte Frau und der Paul Hubschmid natürlich blutjung und fast noch ein bisschen hölzig. Füsilierwipf, eine Erfolgsgeschichte aus den 30er Jahren. Nach nur 3 Monaten haben den Film bereits 450.000 Kinobesucher gesehen. Wipf, Reinhold! Ja. Hier. Hat der Schöblig in den Ohren. Johanna Banzer. 2005 wird sie mit Nachwuchspreisen überhäuft und an der Berlinale als Shootingstar des europäischen Films gefeiert. Der Durchbruch gelingt ihr mit dem Film Strähl. Wieso bist du denn ins Heim? Ich habe mal so ausgeklärt. Soll ich noch mal schreien? Wenn es dir dann besser geht. Schauplatz der Handlung ist das Zürcher Langstraßenquartier. Roland Wiesenecker spielt den Polizisten Herbert Strähl. In Ruhe! Damit wird nicht so blöd, ist ja nicht gegen euch da. Fick dich, komm rein mit! Nein, natürlich grandios, wenn man jede Szenerie im Film kennt von Zürich, wo man selber am Wochenende am Ausgang um die Decke gezogen ist. Hammer. So ein bisschen dreckig. Zürich, Langstrasse, spannend. Hervorragende Schauspielerleistungen. Vor allem der Roland Wiesenecker, der da eigentlich so richtig entdeckt wurde, ist für mich einer der absolut grössten Schweizer Filmschauspieler. Und so ein bisschen wilde Kamera, schnelle Schnitt, das gefällt mir. Und für diese spezielle Kameraführung bekommt Strähl im Jahr 2005 den Schweizer Filmpreis. Boom. Oberstadtgass aus dem Jahre 1956 spielt ebenfalls in Zürich. Mit dabei sind Schauspiellegenden wie Sharky Streuli oder Emil Heggetschwiler. Ja, wir reden auch noch drüber. Wo ist er mit dem Manni Brändli gewesen? Ja, hat dort etwas Bosket, das ist schon in der Ordnung. Das Keibezeug mit dem Buch. Schluss noch am Freitag, hat angefangen, meine Fensterläden zu streichen. Im Altstadtquartier macht man sich Sorgen um Waisenkind Manny. Er prügelt sich und ist vom rechten Weg abgekommen. Der Briefträger will Manny adoptieren. Doch dessen Frau, gespielt von Margret Reiner, will das Kind nicht im Hause haben. So habe ich es doch nicht gemeint. Das wäre doch morgen auch noch früh genug gewesen. Also wenn er schon aus dem Haus muss, dann lieber gerade sofort. Da! Hol ihn beim Muckli vorne. Dann meine ich nicht so spät, noch zu den Rütimann bringen. Geh mich nicht an! Jetzt hast du den Kopf ja durchgestiert. Natürlich hat es einen traurigen Film, Margit Reiner, der so leidet darunter, dass ihr Bub gestorben ist. Und dann nehmen sie den Fleckbub auf, den Jörg Grau. Wunderschön. Da ist er dann schon etwas gemögiger, der Schaki-Streuli. Da schliesst mir ihn sehr ins Herz.
Ja, das ist wieder einer von diesen Schalke-Streuli-Filmen. Einer von den grossen Filmen, die immer wieder gezeigt werden am Fernsehen, weil sie einfach unsterblich sind. Mit diesen Figuren, es ist ja nicht nur der Schalke-Streuli, der Emil Hegenschwiler, beispielsweise einer von den ganz grossen Schweizer Schauspielern von der damaligen Zeit. Dann Margrit Reiner, die ja mit dem Rudi Walter zusammen ein Duo lang gespielt hat, auch Kabarett gespielt, Film gespielt. Das sind ganz, ganz grosse Figuren gewesen. Die haben mich geprägt während vielen Jahren. Und sie sind prägend gewesen. Und sie sind nicht vergessen und sollen auch nicht vergessen werden, weil sie einen Teil von der Schweizer Filmgeschichte geschrieben haben und damit eine grosse Leistung gebracht haben. Nein! Mal, Manni, es kommt jetzt alles recht raus. Ich weiss, ich war eine Wüste, aber das ist jetzt alles vorbei. Hör auf schreien, Manni. Du gehörst doch zu uns, gell? Tragisch, herzzerreißend und natürlich mit Happy End. Das ist Oberstadtgass. Romeo und Julia auf dem Dorfe. Der Film über eine Liebe, die nicht sein darf. Er handelt von zwei jungen Menschen und der erbitterten Feindschaft ihrer Väter. Was willst denn du da? Du Beizlewirt! Oh, hab's mal, du alter Esel. Das geht dich dank den Dreck an. Was sagst du? Nimm dich zusammen, du Lump! Du bist an meinem ganzen Unglück schuld. Ja, und unsere Väter? Wenn du mich zusammenhebst. Es nützt nichts, Ali. Wir kommen nie zusammen. Geh lieber wieder. Ich habe Angst. Warum auch? Es gibt so viel tragische Filme in der Schweiz. Es ist alles so tragisch, es ist nicht lustig. Es tut einem doch weh, man hat das Gefühl, die Schweizer haben nur so ein schwieriges Leben. Es ist nicht alles Gold, was glänzt, Johnny. Es glänzt ja nicht einmal. Und es ist auch nicht Gold. Entschuldigung, das ist die Realität. Wir nicht ausdiskutieren, dass wir nicht so viel zeigen. Die Art von Geschichte, Romeo und Julia. Ja, wenn man die Boulevardzeitungen aufmacht, ja immer wieder passiert so. Dass Familien sich nicht verstehen, Nationalitäten nicht und überhaupt. Hör mal auf, gibt es noch etwas Schönes? Doch, ich habe einen Film gesehen, wo man lachen kann. Es ist ja genug traurig, was wir über das Leben führen. Doch... Der üble Streit stürzt beide Bauernfamilien in den Ruin und lässt die Geschichte tragisch enden. Dramatisch erzählt in diesem Film aus dem Jahr 1941.